Die Mieten in Zürich sind hoch. Niedrige Preise fallen da sofort ins Auge. Eine 3-Zimmer-Wohnung für 900 Franken oder eine 4-Zimmer-Wohnung für 1300? Kann das stimmen? Ja, solche Preise sind keine Halluzinationen übermüdeter Wohnungssuchender, sondern die monatlichen Mieten für genossenschaftlichen Wohnraum. Wer wohnen will, wägt oft zwischen zwei Optionen ab. Entweder man kauft sich eine Immobilie, dafür muss man aber genug auf der Seite haben. Oder man mietet sich etwas, das kann die Lebenshaltungskosten aber ganz schön in die Höhe treiben. Was oft vergessen geht, es gibt noch eine dritte Wohnform, das Wohnen in einer Genossenschaft. Aber was bedeutet Wohnen in einer Genossenschaft überhaupt? Herr Wirz, was ist das Besondere an dieser Wohnform? Das genossenschaftliche Wohnen ist eigentlich ein kollektives Eigentum. Das heißt, ich bringe mich mit einem leicht, mit einem günstigen, mit einem kleinen Eigenkapitalanteil in die Genossenschaft ein und erwerbe so das Recht, eine Wohnung zu mieten. Das hat den Vorteil verglichen mit einer klassischen Eigentumswohnung, dass eigentlich mein Horizont nicht an der Wohnungstüre aufhört, sondern ich fürs ganze Projekt denken kann. Gibt es weitere Eigenheiten? In der Entscheidfindung ist es wichtig, dass One Man, One Vote gilt, also eine Person hat ein Stimmrecht über die Person und nicht über das Kapital, mit der sie engagiert ist. Es sollen möglichst verschiedene Leute auch einen Zugang zu dieser Wohnform haben. Sie bietet eine große Wohnsicherheit, weil ich ja Eigentümer bin. Heißt das auch, dass ich mitbestimmen kann auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sichern die Genossenschaften auch ein mehr oder weniger lebenslanges Wohnrecht zu. In der Stadt Zürich gibt es rund 223.000 Wohnungen. 33.000 davon werden von insgesamt 52 Wohnbaugenossenschaften verwaltet. Die Mieten für solche Genossenschaftswohnungen liegen im Durchschnitt bis zu 24% unter dem Marktpreis. Im Extremfall kann der Mietpreisunterschied bis zu 50% ausmachen. Wie kann das funktionieren? Warum ist Wohnen in Genossenschaften so günstig? Es hat eigentlich mit der Rechts- und Organisationsform der Genossenschaft wenig zu tun. Es ist eigentlich eine mit der Stockwerkeigentümergemeinschaft durchaus vergleichbare Form des kollektiven Wohneigentums. Die sogenannten gemeinnützigen Wohnbauträger profitieren von vielfältigen Subventionen und Privilegien. Diese können sie dann ansammeln und im Laufe des Lebenszykluses der Genossenschaft in Form von vergünstigten Mieten weitergeben. Wer wohnt denn eigentlich in diesen Genossenschaften? Wer in Genossenschaften wohnt, verfügt über ein leicht unterdurchschnittliches Einkommen. Auf der anderen Seite ist es nicht einfach, zu so einer Wohnung zu kommen. Das heißt, die weniger Privilegierten, wie zum Beispiel Ausländer, verfügen über einen erschwerten Zugang. Das ist auch eine häufig gehörte Kritik. Andererseits erfreut sich natürlich dann die relativ homogene Gruppe derjenigen, die eine Wohnbaugenossenschaftswohnung haben, über ein häufig überdurchschnittlich angenehmes und aktives Sozialleben. Gerade dieser Aspekt gilt für manchen als Nachteil. Sozialer Zwang und einengende Spielregeln stoßen Individualisten vor den Kopf. Auch kann es zu Konflikten kommen, wenn neue Genossenschafter mit anderen Wertvorstellungen einziehen. Wer damit aber keine Probleme hat, dürfte im genossenschaftlichen Wohnen die Vorteile überwiegen sehen. Und so ist die Nachfrage danach denn auch riesig, was uns zum wohl größten Nachteil bringt. Die Chance, in eine Genossenschaft aufgenommen zu werden, ist gerade im Zürcher Stadtzentrum extrem gering. Die Wartelisten sind lang und bei vielen Genossenschaften kann man sich nicht einmal mehr auf die Warteliste setzen lassen. Am einfachsten ist es, sich dort zu bewerben, wo Genossenschaften noch Wartelisten führen. Das braucht aber ein bisschen Geduld. Schneller ist, direkt am konkreten Ort, wo man ein Bedürfnis hat, sich zu melden, die Genossenschaften abzuklappern. Dort werden Wohnungen frei, weil die Genossenschaften Belegungsvorschriften haben. Das heißt, zu große Wohnungen werden auch immer wieder frei, dass es die Möglichkeit gibt, nachzurutschen. Und die dritte Möglichkeit, die schlauste, ist eigentlich, sich umzuschauen, wo Neubauprojekte im Bau sind, weil dort werden aufs Mal ganz viele Wohnungen miteinander erstellt und dort ist die Chance sehr groß, dass man zu einer Genossenschaftswohnung kommt. Größere Chancen auf eine Genossenschaftswohnung bestehen also dann, wenn neu gebaut wird. Wie beispielsweise hier in Green City in Manegg am Stadtrand Zürichs. Allerdings sind solche Neubauprojekte dann auch bei Genossenschaften nicht ganz günstig. Der Preis für einen Anteilsschein kann je nach Wohnungsgröße bis zu 50.000 Franken betragen. Und auch die Mietzinsdifferenz ist im Gegensatz zu Wohnungen auf dem freien Markt nicht mehr allzu groß.